Heute kurz angeschaut, der Soundfreak SFQ2. Das ist ein kleines portables Soundsystem mit integriertem Akku, der läuft laut Herstellerangaben rund 6 Stunden. Und das Besondere ist hier vielleicht, dass ich nicht nur iPhones, sondern auch ein iPad reinstecken kann. Also ich habe hier vorne um den Dock-Connector richtig viel Platz. Ich habe hier auch einen relativ flexiblen Dock-Connector und kann hier sowohl dünne Cases dran lassen am iPhone oder am iPad und kann eben neben iPod Touch iPhone auch das iPad anbringen. Wenn das iPad hier drin steckt, die Lautsprecher hier vorne sind hier und hier außen. Das heißt, also das iPad verdeckt auch nicht die Lautsprecherausgänge und beeinträchtigt so oder könnte so den Klang negativ beeinflussen. Das ist nicht der Fall. Ich habe hinten noch einen Subwoofer dran. Da kommt hier, das ist so ein Subwoofer-Ausgang. Den kann ich auch als Tragegriff benutzen, also ist ganz praktisch. Das Ding wiegt nicht viel. Ich kann es, ist wie gesagt portabel, hat einen Akku drin, kann es so auch mitnehmen. Was haben wir da noch? Natürlich Netzanschluss zum Laden und am Netz betreiben. USB. Aux-In, also ich kann hier eine alternative Audioquelle noch anschließen. Und ich habe einen Videoausgang, wenn ich jetzt auf dem iPad oder iPhone irgendeinen Film habe und möchte den auf, habe das Ding unter dem Fernseher stehen oder weiß der Henker wo und will das Videobild übertragen. Das geht zumindest im eingeschränkten Maß. Ihr kennt es, ich glaube, Dia-Shows kann man da rauslassen und eben auch Videowiedergabe, TV-Serienwiedergabe. Vorne Bedienelemente, ganz klar. Ich habe hier einen Aus-Anschalter, machen wir an, der Akku sollte geladen sein. Ich habe hier eine Kontrollleuchte eben. Ist jetzt auf Dock gestellt. Ich habe hier die Auswahl. Ja, wenn ich da schon bin, interessanter Punkt. Ich kann auch Bluetooth-Audio anschließen, das heißt, ich muss nicht unbedingt ein Gerät andocken oder per Kabel anschließen. Ich kann auch Bluetooth-Audio-Übertragung machen, das heißt, das Ding irgendwo ins Eck stellen und vom Sofa aus die Musik streamen per Bluetooth vom iPhone oder eben auch von einem Fremdgerät. Was haben wir hier außen noch? Das ist UQ3 oder wie das heißt. Ihr kennt sowas, das gibt es von fast jedem Hersteller, Stereo-Wide oder wie auch immer das genannt wird. Das ist so eine kleine Klangmodifikation, die einen offeneren Stereo-Sound vielleicht macht. Das ist Geschmackssache, ob man sowas aktiviert. Hier rechts die üblichen Kontrollelemente, vor, zurück, laut, leise und dergleichen. Und Pairing für Bluetooth ist hier noch ein Knopf. Dann habe ich eine Fernbedienung mit dem Lieferumfang, eine kleine, handliche. Da ist die einfachsten Sachen, also Quelle anwählen und eben die rudimentären Bedienelemente laut, leise und skippen und sowas. Er jammert mir jetzt, glaube ich, weil er nichts findet. Vermutlich will er sich ausschalten. Stecken wir mal ein iPhone rein. Er hat sich schon ausgeschaltet. Na, ich mache jetzt gleich mal aus. Bin bei Musik in letzter Zeit immer ein bisschen vorsichtig. Wenn da zu viel Musik läuft, dann kickt YouTube uns gleich oder das Video, weil die GEMA das nicht will. Zum Klang schreiben wir vielleicht im Artikel noch ein bisschen was. Ich kann es kurz zusammenfassen. Also das Ding hat einen relativ kräftigen Bass, auch durch den Subwoofer da hinten. Taugt mit Sicherheit auch für eine kleine Gartenparty, so als Geräuschkulisse oder auch zu Hause eben als kleines Audiosystem im Küche, Wohnzimmer, wo auch immer. Ihr dürft jetzt aber nicht die Hölle erwarten. Also was mir vielleicht, ich meine, wenn man gern basslastige Musik hört, ich habe hier Affi gerade drin, der knallt es dann ordentlich. Klassik wollte er mit dem Ding eher nicht hören, weil ich finde, dass die Bässe zu sehr dominieren und dafür in der Mitte, die Mitten ein bisschen vermatscht werden. Also, aber das ist ja, wie wir immer sagen, bei Audio auch Geschmackssache. Ihr könnt jetzt nicht, es gibt kein Standardrezept, was ist gut, was ist schlecht. Er hat, wie gesagt, deutlich ausgeprägte Bässe, dafür vielleicht ein bisschen zurückgedrängte Mitten. Fällt mir sonst noch was ein zum Gerät? Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Alles weitere im Artikel auf iFun.